Herr Courtney, nach vielen Jahren mit Feuer und Eis auf dem Oktoberfest haben Sie sich jetzt entschlossen, aufs Eis zu setzen. Genauer gesagt, Frozen-Joghurt. Richtig, wir wollten ein neues Produkt ausprobieren. Das Feuer haben wir weggelassen, haben nur noch Eis, also Frozen-Joghurt. Eine trendige Sache momentan, kommt auch sehr gut an. Es gibt es in drei Größen, in Bio-Qualität? Ja, wir haben Small, Medium und Large, jeweils mit zwei Toppings. Alles frisch gemacht, frisch geschnitten, eigene Soßen kreiert. Zwetschgen, Zimt zum Beispiel, Mangosoße, alles aus eigener Produktion. Ohne Inhaltsstoffe, ohne alles. Was wird so am meisten gegessen und was wäre Ihr Tipp mal, was die Leute mal ausprobieren sollten? Ja, der Renner ist natürlich immer Erdbeer und Kinderschokolade, aber wie gesagt, man sollte eigentlich Zwetschgen, Zimt und die Mangosoße probieren. Frozen-Joghurt hatte Premiere in diesem Jahr auf dem Frühlingsfest in München. Wo waren Sie seitdem noch? Richtig, die Premiere hatten wir am Frühlingsfest und seitdem haben wir 12 andere Veranstaltungen beschickt. Straubinger Gäubund-Volksfest, Nördlingen, namhafte Veranstaltungen in Bayern. Wir haben hier unsere drei Bechergröße, klein, mittel und das große. Was hätten Sie denn gerne? Das mittlere. Moment. Jetzt bekommen Sie zwei Toppings, die sind inklusive und jedes weitere würde 50 Cent kosten. Suchen Sie sich bitte was aus. Heute sehe ich Kiwi mit Schokostreuseln. Ja, das ist heute unser Angebot zum Kindertag. Probieren wir das mal aus. Gibt es da mehrere zur Auswahl? Ja. Was würden Sie empfehlen? Ich weiß nicht, sind Sie süßer oder weniger? Ja. Mache ich Ihnen einfach beide drauf, dann können Sie beides probieren. Also das gibt es dann auch. So, bitteschön.